Hey ihr schönen Menschen, im letzten Jahr habe ich gelernt, nicht mehr total apologetisch mit meiner sexuellen Orientierung umzugehen, sondern viel selbstbewusster dabei zu sein. Dabei ist mir auch bewusst geworden, dass nicht jeder, der vorgibt, der LGBT-Community helfen zu wollen, das auch wirklich tut, sondern vielleicht sogar Schaden damit anrichtet. Manchmal vielleicht einfach, weil man es nicht besser weiß, viele aber auch, weil es für sie nur ein Modeaccessoire ist, um zu zeigen, wie progressiv man doch ist. Ganz ehrlich, auf solche Leute können wir verzichten. Wenn deine Intention aber darüber hinausgehen, ein kleines Regenbogen-Profilbildchen zu tragen, um zu zeigen, wie fortschrittlich du bist, dann kannst du aus diesem Video vielleicht sogar etwas mitnehmen. Der für mich wichtigste und essentiellste Punkt ist dabei, so hart wie es erstmal auch klingen mag, shut up and listen. Als Menschen sind wir natürlich empathische Wesen, die bis zu einem gewissen Punkt nachfühlen können, wie sich Homophobie deutlich macht und sich auch dagegen aussprechen können. Wir müssen jemanden kennen, der queer ist, um zu wissen, dass es vielleicht nicht ganz so cool ist, Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung zusammenzuschlagen oder ihnen aus selbigen Gründen Rechte zu entziehen. Aber diese Empathie, die reicht eben nur bis zu einem gewissen Punkt. Was LGBTs wirklich so erleben, das weißt du nur, wenn du in ihrer Haut gesteckt hast, also es ist da wichtig, auch einfach mal zuzuhören. Erst dann lernt man wirklich zu verstehen, wieso es Safe Spaces wie CSDs, Gay Clubs und Gay Bars braucht. Erst dann lernt man zu verstehen, wie subtile Homophobie funktioniert und welche Auswirkungen sie hat. Und erst dann merkt man, wie sich sowas im Alltag deutlich macht. Das sind alles so Dinge, die dir erst richtig bewusst werden, wenn du selber queer bist. Und wenn du glaubst, irgendwas davon sei total übertrieben, gar nicht so schlimm oder ja überhaupt keine Homo- oder Transphobie, dann vertrau uns. Wir wissen es wahrscheinlich besser als du. Wir leben mit dem Scheiß. Trotzdem zählt die Erfahrung des Einzelnen genauso sehr wie die von jedem anderen in der Queer Community. Dein Quotenhomo-Freund, der das alles gar nicht so schlimm findet, ist also kein Freifahrtschein für Homophobie. Danach ist es wichtig, sich selber bewusst zu machen, welche Position man in der Gesellschaft hat, die andere aber nicht haben. Oder um es in ganz bösen Worten zu sagen, man muss sich seiner Straight Privileges bewusst sein. Privilegiert zu sein macht dich nicht per se zu einem schlechten Menschen, das sind wir alle irgendwie. Man kann auf die eine Weise privilegiert sein und auf die andere auch gleichzeitig wieder unterdrückt. Wichtig ist es, dass wir daran arbeiten. Zum Beispiel musst du dich niemals für deine sexuelle Orientierung rechtfertigen oder legitimieren. Dein Recht auf Ehe und Familie wird auch niemals in Frage gestellt werden. Du musst keine Angst vor Kündigung, Gewalt oder Ausschluss aufgrund deiner sexuellen Orientierung haben oder davor, wie du in den Medien repräsentiert wirst. Dafür muss ich mir als Cis-Mann niemals Gedanken darum machen, absichtlich misgendert zu werden oder dass jemand meinen Namen oder meine Geschlechtsidentität verleugnet. Ich muss keine Angst davor haben, von geschlechterspezifischen Events ausgeschlossen zu werden und die Wahrscheinlichkeit, dass ich Gewalt und Mord in der Öffentlichkeit erfahre, die ist auch wesentlich geringer. Nur mal ein paar Beispiele zu nennen, das könnte man jetzt noch ewig fortfahren. Und das sind in der Tat alles richtig tolle Vorteile, aber wäre es nicht toll, wenn die für uns alle gelten würden? Natürlich, dafür muss man aber erstmal ein Bewusstsein schaffen und weiter daran arbeiten. Wenn man sich aber schon hinstellt und sagt, lalalala, ich will von Privilegien gar nichts hören, dann wird das nichts. Schließlich sind Privilegien und Unterdrückung keine natürliche Sache. Die sind von Menschen gemacht und wir werden damit sozialisiert. Deswegen halten wir vieles erstmal für normal und geben das auch so weiter, bis sich dann mal einer hinstellt, das hinterfragt und sagt, irgendwie ist das doch gar nicht so natürlich. Und wenn du dich jetzt fragst, was die Queer Community denn noch so alles braucht, dann frag sie doch einfach verdammt. Ich finde das immer so irrwitzig, wenn diese Fake Allies sich da hinstellen und sagen, wie pro-LGBT sie doch sind, dann aber zum Beispiel meinen, queere Menschen würden keine Ehe für alle brauchen. Sorry, aber dann unterstützt du die LGBT Community nicht, sondern bist einfach nur ein homophobes Arschloch. Schlimmer noch, du unterdrückst die LGBT Community damit sogar, indem du deine Position als die der gesamten LGBT Community darstellst. Du wirst immer auf Queers treffen, die die Ehe für alle nicht so wichtig halten, denen das Adoptionsrecht egal ist und vielleicht sogar das Steuerrecht, die das Glück hatten, niemals Gewalt deswegen zu erfahren und das deswegen nicht für ein Problem halten. Aber für den Rest der Community ist es eben immer noch ein gottverdammtes Problem. Es gibt echt genug Leute, die über uns reden, als seien wir Tiere, die sich selber nicht artikulieren könnten. Wir brauchen nicht noch mehr Wölfe im Schafspelz. Was wir brauchen, sind Leute, die mit und für uns sprechen und uns helfen, eine lautere Stimme zu bekommen. Der nächste Part kann etwas ermüdend sein, ist aber definitiv einer der wichtigsten. Allies kennen keine Pause, wenn es darum geht, Diskriminierung gegenüberzutreten. Ich weiß, das kann manchmal echt anstrengend sein, sich mit diesem homophoben Onkel dritten Grades herumzuschlagen oder mit der transphoben Schwiegermutter, aber genau in solchen Fällen ist es wirklich entscheidend. Außerdem ist es gerade dann ein riesiger Akt von Solidarität, weil queere Menschen sich auch nicht einfach von Homo- und Transphobie zurückziehen können und du machst das dann auch irgendwie zu deiner Sache, wenn
du dich dann auch nicht zurückziehst, obwohl du es eigentlich könntest. Homo- und Transphobie nur dann anzuprangern, wenn es gerade bequem ist und man keine Widerrede zu erwarten hat, ist ja auch wieder so ein Kuschelaktivismus. Das ist wie mit diesen kleinen Regenbogen-Profilbildchen, die man sich mal kurz reinmacht, um allen deutlich zu zeigen, wie weltoffen und fortschrittlich man doch ist. Oder, um es mal mit ganz, ganz harten Worten zu sagen, wer Homophobie nicht da entgegentritt, wo sie entsteht, der ist Mitteil des Problems und macht sich mitverantwortlich. Und dazu gehört für mich auch, die Identität anderer Menschen zu respektieren. Gerade wenn es um sowas wie Androgynität oder Geschlechtsidentitäten geht. Ich kann wirklich gut auf Unterstützung von Leuten verzichten, die einem noch diktieren wollen, wie man denn jetzt so richtig schwul sein darf. Ich meine nicht mal, dass du alles direkt verstehen musst. Das kann manchmal alles ziemlich verwirrend sein, das verstehe ich. Das ist aber kein Grund dafür, direkt respektlos zu werden. Als ich das erste Mal mit Menschen konfrontiert wurde, die sich als genderqueer, pansexuell oder trans einordnen, da habe ich auch nicht alles auf Anhieb verstanden. Also habe ich zugehört und nachgefragt und versucht, die Dinge zu erfahren, die für mich als Freund dieser Person oder auch nur als ein Bekannter jetzt wichtig sein könnten. Dann habe ich das respektiert und getan, was richtig ist. Das alles wirklich vollständig zu verstehen, das kam dann einfach mit der Zeit. Zum einen durch Zuhören, aber auch dadurch Fehler zu machen, aufgeklärt zu werden und mich dann für diese Fehler auch zu entschuldigen. Fehler sind aber eigentlich ein echt gutes Thema, wenn wir einmal dabei sind. Die wird man nämlich immer wieder machen. Ich glaube, es ist praktisch unmöglich, wirklich alle Fehler zu vermeiden. Rassismus, Homophobie, Transphobie, Diskriminierung generell, das sind alles Dinge, die nicht in unserer Natur liegen, aber wir wurden damit sozialisiert. Die sind dann erstmal in unserem Kopf drin und wir halten sie für normal und geben sie auch so weiter, bis einer in diese Linie anfängt, sie zu hinterfragen. Fehler können dabei ein wichtiger Schritt sein, weil diese Fehler zu machen und dann auch darauf hingewiesen zu werden, kann der erste wichtige Schritt zur großen Erkenntnis sein. Das Wichtige ist dabei dann einfach, zu diesem Fehler zu stehen und auch sagen zu können, okay, sorry, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid, wenn sich jemand davon verletzt gefühlt hat, ich werde daraus lernen und das muss selbst ich auch heute noch manchmal. Wirklich für ein Arschloch halte ich dich nur dann, wenn du dann Queers noch erklären willst, das sei ja gar nicht homo oder transphob oder sogar Leute in Schutz nimmst, die solche Dinge äußern, obwohl du ja so tolerant bist. Und mit in Schutz nehmen meine ich dabei nicht, ihre Lernfähigkeit zu betonen, das kann man ja gerne machen, sondern wirklich gezielt diese Aussagen, die sie treffen, zu entschuldigen. Also ich erwarte ja von meinen Freunden, dass sie da echt ehrlich mit mir sind und mich auf sowas auch hinweisen. Aber wie auch immer, nur mit Menschen aus der Queer-Community zu reden, ist dabei natürlich auch keine Lösung. Wir wissen, wer wir sind und wir wissen, was wir wollen und was wir brauchen. Wichtig ist es, die Ideen jetzt nach außen zu tragen. Wir als Queer-Community sind dabei praktisch in einer Lehrfunktion. Du lernst von uns, wie das queere Leben funktioniert und erfährst auch eine neue Perspektive, die du vorher nur in Ansätzen hättest nachfühlen können. Und sicher ist dabei auch nicht immer alles total ernst. Ich glaube, in einem Umfeld zu sein, was schon aufgrund einer sozial geformten Identität dazu gezwungen ist, frei und selbstbestimmt zu leben, das kann auch manchmal ziemlich entspannt für den eigenen Horizont sein. Danach ist es dann trotzdem wichtig, sich nicht in diese Kreise zurückzuziehen, sondern das, was du gelernt hast, auch nach außen zu tragen, die neuen Perspektiven anderen Leuten zu erzählen, immer mit Blick darauf, wo du es selber gelernt hast und so Schritt für Schritt eine Veränderung zu bewirken. Das ist manchmal ermüdend und anstrengend, bringt die Queer-Community aber einen ganzen Schritt weiter Richtung Inklusion. Und wenn du dann tatsächlich mal eine Auszeit brauchst, dann bist du, glaube ich, in queeren Kreisen dann auch immer herzlich willkommen. Aber bitte, mach Straight Ally zu sein nicht zu deiner Identität. Der LGBT-Community fehlt es an Sichtbarkeit und sich als Ally da in den Vordergrund zu rücken, verlagert die Aufmerksamkeit auf dich anstatt auf die Queer-Community. Ich sehe zum Beispiel immer mal wieder Leute, die T-Shirts tragen, auf denen sowas wie Straight Ally steht. Dann liegt der Fokus aber nicht mehr auf der LGBT-Community, sondern darauf, dir für deine Fürsorglichkeit selber mal richtig auf die Schulter zu klopfen. Da hat es deutlich mehr Stärke, ein Pro-LGBT-Shirt zu tragen, auf dem kein Ally groß in den Vordergrund gezogen wird. Wie zum Beispiel dieses Schwuchtelsexuell-Shirt, nur echt aus 100% Tränen von gekränkten Männer-Egos, Link auf dem i. Genauso aber auch in Konversation. Niemand braucht ein riesiges Straight Ally in der Twitter-Bio stehen haben, oder muss jeden Satz mit "Ich als Straight Ally denke ja" beginnen. Es reicht, seine Unterstützung für die LGBT-Community deutlich zu machen. Alles andere verrückt nur den Fokus und schadet der Sache mehr, als dass es hilft. Und als kleinen, aber nicht weniger wichtigen Abschluss, erwarte niemals eine Entschuldigung dafür, dass wir sind, wer wir sind, oder ein dankendes Schulterklopfen für deine tolle Akzeptanz. Ich habe ehrlich gesagt schon lange zu viel davon, mich ständig für meine sexuelle Orientierung zu erklären und legitimieren. Lieber lutsche ich Schwänze, als weiterhin gekränkten Heteros zu erklären, wieso ich denn Schwänze lutsche. Ein Danke dagegen ist sicher nett, aber
aber ich klopfe niemanden dafür auf die Schulter, ein schönes Regenbogenbildchen zu haben oder Akzeptanz zu zeigen. Das erachte ich nämlich für selbstverständlich. Und dennoch, danke an jeden, der sich wirklich für die LGBT-Community einsetzt. Man könnte es sich so einfach machen und einfach weggucken. Deswegen respektiere ich es sehr, wenn Leute sich einsetzen, mit und für uns reden, um uns eine lautere Stimme zu geben. Und für einen besseren Eindruck von queerer Perspektive, guckt ihr doch gerne mein Video über subtile Homophobie an und lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo für mehr LGBT-Videos da. Ich freue mich auch über jede Art von Support, zum Beispiel durch Merch oder Spenden, und ich würde sagen, ich bin ein süßes Alpaka, ihr seid süße Alpakas, jetzt regt euch drüber auf, dass ich das sagen darf, und bis dann.